an Stacy. Alles bereit? Over. Die Stimme aus dem Funkgerät durchbrach die Stille der Nacht. Jack drückte auf die Sprechtaste. Stacy von Jack, positiv, over. Das kleine Ausflugsboot, in dessen Gastraum Jack Archer kauerte, schwankte sanft auf der Themse. Irgendwo rollte eine leere Limonadenflasche im Rhythmus der Wellen hin und her. Jack hob vorsichtig den Kopf und riskierte einen Blick aus dem Fenster. Am gegenüberliegenden Ufer zeichnete sich der klobige Blockbau des Verteidigungsministeriums gegen den Nachthimmel ab. Er ließ den Blick stromaufwärts wandern, hinüber zur Westminster Bridge und den Houses of Parliament. Von dort sollte das Transportboot kommen, hatte der anonyme Informant gesagt. Jeden Moment musste es soweit sein. Eine vertraute Anspannung durchströmte seinen Körper. Es war wie damals in Afghanistan, in den letzten Minuten vor einem Einsatz. Damals, bevor ein verdammter Dämon in ihn gefahren war und sein Leben von Grund auf geändert hatte. Diesem Dämon war es auch zu verdanken, dass er jetzt das Mal des Iblis trug, jenes dämonische Kennzeichen, das ihn zwar einerseits verwundbar gegen Angriffe aus der höllischen Unterwelt machte, ihm aber andererseits auch ein Gespür dafür verlieh, wann sich die Diener des Bösen näherten. Noch war es ruhig, aber Jack ahnte, dass sich das gleich ändern würde. Nur ein paar Meter entfernt, aber beinahe 30 Stockwerke weiter oben, spähte seine Kollegin Stacy Cole durch das Zielfernrohr ihres Präzisionsgewehrs und stellte sicher, dass sie die Wasseroberfläche scharf sehen konnte. Die durchtrainierte Frau, deren Hautfarbe verriet, dass ihre Mutter aus Haiti stammte, lag bäuchlings auf dem Dach des Shell Tower, eines mit Kalkstein verkleideten Hochhauses, das sich über der Parkfläche der Jubilee Gardens erhob. Vor ihr tat sich die Stadt auf. Im Vordergrund der metallene Kreis des London Eye Riesenrads, in dem Hassan seinen Beobachterposten bezogen hatte, dahinter ein Ausblick, der über die Themse und den Bahnhof Charing Cross hinweg bis hinter den Hyde Park reichte. Eine fantastische Aussicht, für die manche Leute mehr zu zahlen bereit waren, als Stacy in ihrem ganzen Leben verdienen würde. Doch die ehemalige MI6-Agentin würdigte das Panorama keines Blickes. Stattdessen zog sie eine kleine Dose aus dem Ausrüstungsgürtel, der sich um die Hüfte ihres Körpers schlang, und nahm eine Gewehrkugel heraus. Der Glanz, mit dem sich das Mondlicht in der Spitze des Geschosses spiegelte, verriet das Material, reines Silber. Mit geübtem Blick überprüfte sie, dass die Waffe gesichert war, und lud das Projektil. Für einen Moment schloss sie die Augen und atmete ruhig und kontrolliert ein und aus, immer in der Erwartung, dass das Funkgerät zum Leben erwachen und die Ankunft des Bootes mit dem Artefakt melden würde. Dann blickte sie zu ihrer drahtigen Kollegin Sachiko, die unten auf der Fußgängerbrücke am Geländer stand. Überrascht sah Stacy, dass zwei Gestalten auf die Agentin zukamen. Hey, Kleine! Lust auf ein bisschen Spaß? Eine alkoholisierte Männerstimme erklang hinter Sachiko. Danke, ich hab genug Unterhaltung, erwiderte die junge Geisterjägerin knapp, während sie weiter über das Geländer auf den Fluss sah. Was sind das für Haare? Orange oder was? Meldete sich eine zweite, rauere Stimme zu Wort. Da würde ich mich ja gern mal drin vergraben. Sachiko seufzte genervt auf. Ihr lederner, eng ansitzender Kampfanzug knarzte, als sie sich umdrehte. Die beiden Typen, die ihr gegenüberstanden, waren höchstens Ende 20. Sie waren mehr als einen Kopf größer als Sachiko und ihrem Benehmen nach hatten sie ihre muskulösen Arme in den letzten Stunden hauptsächlich zum Stemmen von Biergläsern genutzt. Guck mal, Sam, eine Asiatin, ließ sich der Erste wieder vernehmen. Scharf! Er war etwas kleiner als sein Kumpel und sein linker Schneidezahn fehlte. Hört mal zu, Jungs, erklärte Sachiko ruhig. Ich glaube, es ist das Beste für euch, wenn ihr euch ganz schnell verpisst. Einen Moment sahen die beiden sie verdutzt an, dann prustete der Erste los.
Ach, wirklich? Und was, wenn nicht? Guckst du uns dann ganz böse an? Der zweite trat an Sachiko heran und seine rechte Hand legte sich wie ein Schraubstock um ihren Oberarm. Wir mögen es nicht, wenn man uns Befehle erteilt, Kleine. Und wir wollen nun mal etwas Abwechslung. Du willst es doch auch, oder? Sachiko sah ihm fest in die Augen. Lass mich überlegen. Eigentlich will ich lieber das hier. Damit drehte sie sich gewandt nach rechts und ließ ihre Handkante auf die Pranke hinabsausen, die sich um ihren Arm gekrallt hatte. Der Kerl ließ los, schrie und taumelte einen Schritt zurück. Hey, bist du total durchgeknallt? Beschwerte sich sein Kumpel. Nein, Jungs, ich bin nur gerade mitten in der Arbeit. Hier kommt jeden Moment ein Boot den Fluss runter, das ein paar Arschlöcher an Bord hat, die direkt aus der Hölle gekrochen sind. Und mein Job ist es, sie dahin zurückzuschicken. Entweder damit... Ein angedeuteter Karatehieb ließ die beiden abrupt zurückweichen. Oder damit. Sie griff über ihre Schulter und zog am Griff des Schwertes, das sie in einer Scheide auf dem Rücken trug. Oder notfalls mit etwas Unterstützung. Sachiko blickte kurz zum Dach des Shell Center Hochhauses und gab ein Zeichen mit ihrer linken Hand. Einen Moment später sahen die beiden Männer ungläubig, wie ein leuchtend roter Laserzielpunkt über ihre Körper wanderte, bis er mitten auf der Stirn des Größeren zur Ruhe kam. Sachiko lächelte sie freundlich an. Ihr seht also, ich bin beschäftigt und wie gesagt, für euch ist es wohl am besten, wenn ihr jetzt ganz schnell abhaut. Einverstanden? Der Typ ohne Schneidezahn fand als erster seine genuschelte Sprache wieder. Komm, Sam, lass abhauen. Die spinnt ja total. Sam nickte stumm und beide hatten es plötzlich sehr eilig, von der Brücke zu kommen. Sachiko sah ihnen einen Moment lang grinsend nach, dann drückte sie auf das Funkgerät, das sie wie eine Uhr am Arm trug. Stacy von Sachiko, danke für die Unterstützung. Over. Immer wieder gerne, kam es kurz darauf knisternd zurück. Scheint gewirkt zu haben. Ich unterbreche die Frauenpower-Veranstaltung nur ungern, meldete sich Hassan über Funk. Aber ich glaube, wir kriegen Besuch. Da kommt ein Boot ohne Beleuchtung. Sachiko biss sich angespannt auf die Lippen, dann packte sie mit den Händen das Geländer, kletterte hinüber und hielt sich fest. Unter ihr flossen die dunklen Wasser der Themse. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie ein einsamer Jogger auf die Brücke zutrabte. Keine Ahnung, was der gleich denken würde, aber darum konnte sie sich jetzt nicht auch noch kümmern. Sekunden später ertönte Jacks Stimme aus dem Gerät. Ich spüre jetzt auch was. Ladies and Gentlemen, es geht los. Sinclair Academy. Folge 13. Belthegors Rückkehr. Es liest Thomas Balou Martin. Hassan al-Baghdadi hatte einen Logenplatz für das Geschehen. Aus der futuristischen Gondel des London Eye Riesenrads würde er den ganzen Zugriff wunderbar verfolgen können. Dennoch hasste er es, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet hier zu sein. Ganz egal, wie oft Jack und Stacy ihm versichert hatten, dass er als Aussichtsposten eine wichtige Rolle spielte, Hassan kannte die Wahrheit. Sie wollten ihn aus dem Weg haben. Zu oft war ihm bei den letzten Missionen etwas zugestoßen, zu schwach war er im Vergleich zu seinen Teamkameraden. Beim Kampf gegen die Zombies auf dem Highgate Cemetery
hatte sein wertvollster Beitrag darin bestanden, sich rechtzeitig ins Freie zu flüchten.